Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu... Was? Let's play The Evil Within! Wo kommt der denn her? Alter! Okay, schnell, schnell, bevor die Sense kommt. Köpf den Bastard! Ist er geköpft worden? Nee, er schleicht! Er ist tot. Okay, alles gut. Wo kam der denn her, sag mal? Und da oben ist der Schütze. Den werden wir vielleicht auch noch kriegen, mal gucken. Vielleicht kommen wir auch ohne ihn zu töten an allem vorbei. Wer weiß, ich würde mich definitiv freuen, wenn wir Munition sparen. Und jetzt habe ich endlich mal wieder ein paar Streichhölzer. Hallo. Nimm mir dies. Okay, das hat ihn nicht wirklich gejuckt. Stattdessen schießen wir den mal ins Bein und verbrennen sie. Das ins Bein schießen ja ist richtig mächtig. Wieso schieße ich jedes Mal auf den Kopf, wenn ich sie einfach ins Bein schießen kann? Oh Gott! Nein! Okay, vielleicht sollte ich dem im Kopf schießen. Oh mein Gott! Da ist die Munition alle. Na, danke. Schön fürs Ziel. Perfekt. Hast du irgendwas für mich? Verbrennen werde ich dich bestimmt nicht. Ich dachte schon, das steht jetzt auf. War es das jetzt? Das war knapp. Ich gebe es zu. Ah ja, die Batterie reinkommen. Was kommt da jetzt raus? Nichts? Das ist gut. Ah, ich kann hier gar nicht rüberspringen, ne? Achso. Ich wollte gerade sagen, was habe ich denn da die Fenster angetatscht? Ich meine, ich stand hier aufs Kind, als ich ein Kind war, auch drauf, Fenster zu touchen, aber nicht als Erwachsener. Das ist schon Jahre her. Huch. Achso, das war eine Flasche. Ich meine, ich könnte theoretisch mit den Flaschen arbeiten, dass ich sie irgendwo hinwerfe, sodass die da irgendwo hinlaufen und sich dann Keks freuen, weil sie glauben, dass da ein Kerl ist. Aber ich mach's nicht. Ich weiß nicht wieso. Es war nicht das erste Mal, dass ich darauf reingefallen bin. Das war nicht das erste Mal. Stimmt, hier waren ja noch ein paar Sachen drin, ne? Ich mach mal das Licht an. Ich meine, wir werden dadurch zwar besser gesehen, aber... Hä? Hätte da nicht was sein sollen? Ach, hier. Ich glaube, ich werde abgeschossen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Wenn ich gleich eine Kugel im Kopf habe, dann wissen wir, dass das der da oben ist. Aber ich glaube, der hat keinen Sniper. Ich glaube, der hat nur eine normale Pistole. Oh, 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 Freunde. Fast hätte ich übrigens meinen Kopf verloren. Das wäre unschön gewesen. Aber ich will unbedingt die Hirnmasse hier haben. Achso, nee, das hier war das, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich anschießt, ich dann aufstelle und dann plötzlich meinen Kopf verliere. Ja, schießt du nur da oben. Ich muss nur durch die Tür. Hauptsache, er schießt nicht, wenn das Ding kommt. Natürlich hat er einen Sniper. Klar. Aber er ist zu doof, um mich zu treffen. Bitte speicher. Bitte speicher einfach nur. Mehr will ich nicht. Okay, ich höre seltsame Stimmen. Sollten wir hier durchgehen? Ich weiß nicht. Abgeschlossen. Okay, dann gehen wir da nicht durch. Gott sei Dank. Es gibt auch Positives. Mir gefällt der Dude da nicht, der liegt. Wir müssen anscheinend runter, deswegen gehen wir hier kurz rein. Ist das ein Puzzlestück? Oh mein Gott, Kartenfragment 18. Ist ja unglaublich. Mal wieder ein Kartenfragment gefunden. Gut, das war jetzt nicht so leicht, so schwer zu versteckt, aber egal. Gefunden ist gefunden. Was zur... Warte. Und da... Soll ich jetzt runtergehen? Doch gerade ist das Karussell geschafft.
Wo ist er hin? Wieso kriege ich keinen Safe Point, wenn gleich ein Bossgegner kommt? Der ist schnell, der Typ. Dafür, dass er so ein Tonnengerät mit sich rumschleppt, das sah so aus, als wäre das irgendwie so ein Riesenhammer. Kann ich das Licht ausmachen? Nein. Das wirkt so gefährlich. Wo ist der Typ hin? Wieso kriege ich keinen Safe Point? Ah, Safe Point. Scheiße, Safe Point. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Wieso können wir da durchkriechen? Wir müssen das Ding irgendwie hochkriegen wahrscheinlich, ne? Aber hier ist nirgends ein Weg, das Ding hochzukriegen. Ach du Scheiße, da soll ich reingehen? Oh, eine Statue! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war nicht gut, aber ich wusste, dass ich einen Save Point habe, deswegen war es mir eigentlich recht egal. Gut, zwei Sachen. Statue kaputt machen, Schlüssel rausholen und das andere Zeug nehmen. Das dürfte ja zeitlich irgendwo drinne sein, ne? Ich will diesen Schlüssel auf jeden Fall haben. So. Pistölchen. Und dann aber jetzt schnell. Oh. Geschafft ist das Ding jetzt oben? Nein. Aber kann ich mich vielleicht an der Seite vorbeischleichen? Ne, ich komme hier leider nicht vorbei. Schade. Sieht so aus, als wäre da hinten irgendwas. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und das ist noch weniger gut. Wobei, Leben ist eigentlich immer gut, aber nicht, wenn wir es bekommen. Wie bitte was? Okay. Rätsel, Rätsel, Rätsel. Aber hier gibt's doch kaum was. Außer diese scheiß Tür natürlich. Ach Mist. Das hört sich gar nicht gut an. Hoffentlich dreht er sich nicht um. Bitte dreh dich nicht um. Eine Granate. Oh. Lauf ich dem jetzt hinterher? Yeah. Hier sind überall Fallen. Ich mag dieses Spiel nicht. Warum? Warum? Kann ich nicht einfach durchgehen ohne Zombies? Ich meine, Resident Evil war das doch auch so, dass immer nur selten Zombies kamen. Immer nur zwischendurch. Wir holen uns die Statue zum Schluss. Wenn möglich. Ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal die Statue zu holen. Bei diesem Safe Point. Wir müssen diese Fallen entschärfen, sonst haben wir ein Problem. Und wenn wir sie nicht entschärfen, haben wir übrigens auch ein Problem. Weil dann hören uns die Dudes. Ah, da war noch ein Heal-Ding, ne? Na egal. Wer braucht schon Leben? Ich nicht. Ich brauch so etwas Billiges nicht. Okay, mal gucken, ob ich es hinkriege. Oh mein Gott. Okay, hier ist nichts. Oh, bitte bleibt da, wo ihr seid.
Jetzt hoffe ich, das mal aufzustehen. Das ist voll nervig. Wie viele sind denn hier von denen? Okay, ist hier irgendwas, was ich brauche? Ja, da hinten. Ah, toll, die blockieren sich gegenseitig den Weg. Ach du Scheiße, ich bin sowas von am Arsch. Hallo. Dreck. Ah. Wir halten nichts aus. Überall sind Fallen. Überall sind Zombies. Oh. Werde ich dieses Spiel jemals durchspielen? Man weiß es nicht. Werde ich es danach jemals anfassen? Garantiert nicht. Ist mir egal, wie viele Achievements ich hier bekomme. Mal gut zum Schluss. Als aller, wenn ich überhaupt keine Spiele mehr habe, die ich mit Achievements durchspielen kann, werde ich dieses Spiel spielen. Ansonsten werde ich da überhaupt gar nichts mitmachen. Werde es einfach versuchen, hinterrücks alle zu erstechen, die überhaupt irgendwo in der Nähe sind. Vielleicht hilft mir das. Weil Rambo-mäßig kann ich gerade schlecht durchgehen. Es sei denn, ich werde sie alle mit Harpunen oder so töten. Gut, wagen uns hier wieder ran. Ah, alles eine Sache der Gewohnheit, ne? Alles eine Sache der Gewohnheit. Weißt du was? Wir versuchen jetzt mal die Rambo-Methode. So, und jetzt nehmen wir mal die Harpunen-Ding ins Kirchens. Das ist nicht Harpune. Ach, das ist ja noch einer. Na gut, geben wir ihm einen Elektroschock. Das ist die übelste Verschwendung. Aber ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die. Ich habe auch sowas von keinen Bock mehr auf die. Und ich schleiche jetzt hier nur durch die Gegend, weil die überall Fallen sind. Ja, guckt euch das an. An jeder Ecke sind hier Fallen. Schon wieder Energie. Ja, ist gut. Willst du mir noch hinterherlaufen oder was? Alter Schwede. Dann werden wir das Ding hier auseinanderbauen. Weil es ist gratis. Ich könnte die Bomben zwar auch entschärfen, aber ich laufe lieber rückwärts. Okay, ist hier irgendwas? Nee. Ja gut, wenn man so bedenkt, dass gleich irgendwo ein Bossgegner auf uns wartet, ist das schon ein bisschen blöd, dass ich immer eine ganze Munition verschwinde, aber egal. Ich habe keinen Bock auf die Jungs hier. Erstmal um die Ecke linsen. Hier scheint nichts zu sein, gut. Und anscheinend wird dieser Hammer-Typ gleich da sein. Und was ist das hier für eine komische Atmosphäre plötzlich? Was ist denn hier los? Wieso ist hier überall Dampf? Kann ich nicht einen Save Point bekommen? Ich sehe gar nichts. Ich sehe absolut gar nichts und da ist irgendwie so eine Falle oder so. Ist irgendwas mit Stacheln? Irgendwas mit Stacheln ist gut. Das würde uns umbringen. Das würde uns einfach umbringen.
können jetzt nur Licht anhaben. Weil wir sonst nicht sehen, wo wir hingehen. Oh Gott, ist das Schocktuster! Oh mein Gott. Wo bin ich hier reingeraten? Ha, wir haben die Falle umgangen. Ja, danke. Wobei eigentlich nicht, weil gleich irgendwas wieder passiert. Ich habe schon gedacht, ich habe eine Falle ausgelöst, aber nichts ist passiert. Wieso nicht? Und dann eine Minute später kam das Ding, ey. Oh. Egal, Savepoint ist Savepoint, alles ist gut. Ich bleib einfach Knorke. Da bist du ja, mein Freund. Was war das? Ach, die Energie. Oh nein. The Boss. Jetzt kommt The Boss. Und dann bist du fertig. Richtig. Ach Gott. Hilf mir doch. Irgendwas wird hier passieren. Oh nein. Ist das dein Ernst? Was ist das hier für eine Teufelsmaschine? Oh nein, ich komme doch nicht zurück. Na komm, gib mir einen Kältebolzen. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Ich weiß gar nicht, wieso ich die alle immer töten möchte. Die muss ich doch gar nicht töten. Komm, gib mir die Axt. Und die Munition. Ich alles gut gebrauchen. Ist da hinten noch irgendwas? Ah, ich dreh durch. Was ist jetzt passiert? Holy! Alles ist gut. The fuck! The fuck! Was ist das und wie werden wir das los? Oh nein. Vielleicht hätte ich ein paar Explosiv. Okay, ich bin tot. Wie werde ich das Ding denn los? Was ist das? Keine Ahnung, was ich getan habe. Ach so. Ah! Ja. Ist er intelligent? Okay. The fuck ist das? Ich glaube, der ist direkt hinter mir. Hallo? Soll ich jetzt hier durchschleichen oder was? Du bist so gut wie tot. Ach so, da ist eine Leiter, okay. Scheiße, Mann. Was ist denn das hier? Soll ich die Typen irgendwie töten oder was soll denn das?
Wieso schleiche ich überhaupt? Ich muss hier weg. Okay, hier komme ich durch. Ja, Freunde, und was genau jetzt passieren wird, ob wir gegen ihn antreten müssen oder ob er uns tötet, ich drücke mal lieber Start, bevor er mich tötet, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.